herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coke TV. Mit mir endlich wieder. Izzy is back in town. Yippie! Heute wird's irre spektakulär und wahrscheinlich auch richtig dreckig. Denn ich besuche einen Offroad-Park und da darf ich den ganzen Tag mit einem Quad rumfahren. Und als ganz besonderes Highlight darf ich ein Longboard testen. Aber kein gewöhnliches Longboard, sondern ein Elektro-Longboard. Und das im Gelände. Offroad. Das wird richtig gut. Auf geht's. So Leute, heute übernehme ich mal den Coke-TV-Bus. Ja, der Papa fährt heute. Das Team ist natürlich da hinten am Start. Und wir fahren heute ein bisschen Quad und alles Mögliche ist für mich ja gar kein Problem. Ihr kennt mich ja. Ich habe ja PS im Blut und bin auch schon alles gefahren. Und ich glaube, da vorne ist auch schon die Offroad-Strecke. Checken wir direkt mal aus. Ah, ich glaube hier oben. Hier oben können wir direkt einparken. Zack. Ein Stück noch. Leute, gib mal ein bisschen Gas hier. Reißt euch mal ein bisschen zusammen. Alle zusammen jetzt. Kommt, wir schaffen das. Ist noch ein paar Zentimeter noch. Seht ihr Leute, der Parkplatz war direkt viel besser. Wir sind nämlich schon fast da direkt. Jetzt müssen wir nur noch hier eben runter. Viel besser als irgendwo am Straßenrand zu parken. Das habe ich euch von Anfang an gesagt. Ja, super. Ja. Das ist toll. Ist ja gar nicht so meckern hier. Können wir mal ein bisschen hier ein bisschen klettern. Das gehört auch mal ein bisschen mit dazu. Passt da auf, dass ein bisschen, wenn wir euch noch dauern. Ja. Ja, so wird das natürlich nichts, ne? Also, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass du so schlecht im Gelände bist, Micha. Also. Okay, hier ist, ach guck mal, hier ist sogar schon die Laura. Mensch, Laura. Alles gut? Ja. Der heutige Community-Gast, die Laura, ist heute mit am Start. So, Laura, wir haben wunderbares Wetter. Wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut. Ich glaube, gleich wird's aber noch besser, denn vielleicht hast du schon so ein bisschen erahnt oder vielleicht erahnst du schon so ein bisschen, was wir gleich machen werden. Ja, wir werden Quad und Elektro-Longboard fahren. So sieht's aus. Hast du sowas schon mal gemacht? Quad noch nicht, aber Elektro-Longboard bin ich schon mal gefahren. Das bist du schon mal gefahren. Das heißt, du hast mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was voraus. Ich bin nur normales Longboard gefahren, also nicht Elektro. Und wir machen das Ganze nicht ganz normal, sondern Offroad. Mhm. Ja, und dann schauen wir gleich mal weiter. Aber ich würde sagen, wir probieren uns jetzt mal am Offroad-Elektro-Longboard. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Los geht's. So, da kommt auch schon der Laurenz. Oh. Hi. Hi, erstmal Laurenz, genau. Hallo. Genau, das hier ist einer unserer Elektro-Skateboards. Diese sind jetzt hier besonders eben fürs Gelände ausgestattet durch die große Luftbereifung. Und dann habt ihr dazu so eine Fernsteuerung. Okay. Genau, damit könnt ihr das Board dann eben beschleunigen, indem ihr den Hebel einfach zurückzieht. Ja. Wie lenkt man? Also Lenken geschieht einfach über die Gleichgewichtsverlagerung. Das heißt, ihr stellt euch eben drauf und verlagert euer Gewicht. Wir haben nur mal einen Longboard. Okay. Okay. Dann probieren wir das mal aus. Also Leute, natürlich immer dementsprechend Schutzkleidung anziehen. Ihr blendet da ja immer dann immer irgendwie sowas ein, ne? So Achtung, Achtung, bitte nicht zu Hause nachmachen. Nur unter Aufsicht von Experten und der entsprechenden Schutzkleidung. Oder so, ne? Ihr macht dann da einfach irgendwie wieder das hier unten rein, so. Damit die Bescheid wissen. Genau. Ja. Ist ja Bescheid. Festgefahren. Boah, cool! Du hast ja direkt schon voll die Skills. Ich bin richtig neidisch. Mann, los jetzt! Komm! Ich fahr schon mal vor. Der steht hier die ganze Zeit. Laura, warte, ich rette dich! Ja, komm zu mir, mein Held! Oh! Ich kann dir doch nicht helfen. Ja. Wir sind voneinander getrennt durch einen riesigen See. Gar kein Problem, ihr kennt mich ja. Ich habe ja PS im Blut und bin auch schon alles gefahren. Ich versuch's mal. So, ich hab's geschafft. Mann. Und läuft's? Ja, perfekt. Traum. Absoluter Vollprofi hier am Werk. Oh, Muskelkater. Jetzt schon! Boah, das geht voll in die Oberschenkel! Vielen, vielen Dank. War echt mega cool, hat Bock gemacht. Ja, mir auch. Aber Laura, ich glaube, wir müssen jetzt mal richtig in den Dreck rein. Und dafür brauchen wir ein bisschen was anderes. Quatsch. Die schauen wir uns jetzt mal an. Oh, das sieht schon ein bisschen anders aus. Sieht schon mal ziemlich groß aus. Ich glaube, ich höre auch schon was, oder? Ja, man hört es knattern. Irgendwas fährt da. Marco. Hi. Alles Sie. Gut? Hallo. Hallo Laura. Ihr wollt heute auch Quad fahren? Wir wollen heute Quad fahren, ja. Habt ihr denn schon mal Quad gefahren? Ich bin schon da ein bisschen aus. Ich bin schon mal Quad gefahren, ja. Ist ein bisschen her, aber
Ja. Hier ist die Zündung, hier ist die Schaltung. Okay. Hier oben haben wir eine Handbremse, unten haben wir eine Fußbremse. Hier wird gestartet. Hier ist wirklich also nur mit dem Daumen Gas zu geben. Und dann kann es auch schon losgehen. Perfekt. Dann probieren wir es mal aus. Richtig geil. Doch, das war ja schon mal ziemlich cool, aber wie du da mit deinem roten Auto rumgeflitzt bist, das sah ja auch nicht schlecht aus, ne? Können wir das vielleicht auch mal ausprobieren? Dann setzt euch mal rein und dann dreht ihr hiermit nochmal eine ordentliche Runde. Hört sich doch gut an. Durch die Pfützen. Perfekt. Helme auf, ganz wichtig hierbei ist es, anschnallen. Einmal den Schlüssel rumdrehen. Vielen Dank. Super. Danke. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sprachlos, komplett dreckig. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es hat so viel Spaß gemacht. Also Marco, großes Dankeschön auf jeden Fall an dich, dass du uns das hier ermöglicht hast. Und ich hoffe, die letzte Fahrt hat dir auch nochmal Spaß gemacht. Ja, und war das nicht zu viel Angst? Nee, eigentlich nicht. Es hat ziemlich Spaß gemacht. Wie ihr seht, wir sind beide schon so ein bisschen dreckiger, aber ich habe die ganze Zeit ein Strahlen im Gesicht. Also das ist so eine Sache tatsächlich, die macht schon richtig, richtig Bock. Das Ding hier auch nochmal was anderes als ein Quad. Hammerding auf jeden Fall. Und das war es tatsächlich auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzugucken, auch wenn ihr nicht selber fahren konntet. Aber es war wirklich mega cool. Wenn ja, dann zeigt das doch mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und wir sehen uns dann wieder, ne? Mach's gut. Tschüss. So, Leute, wir sind in der Endcard und echt mega dreckig, also überall. Aber ihr könnt gerne noch das vorletzte Video anschauen. Und zwar gibt's das hier oben, wenn ihr da mal klickt. Und das letzte Video findet ihr dann hier. Und jetzt gibt's noch eine kleine Vorschau für nächste Woche.